Und damit herzlich willkommen zurück in Planet Coaster. Und wie ich bereits angekündigt hatte, wird es jetzt einen kleinen Timelapse geben. Denn wir kümmern uns jetzt um den Stationsbereich dieser Bahn hier. Die kann so lange eigentlich im Testmodus verbleiben. Und wir können auch wieder hier die Simulationsgeschwindigkeit runternehmen. Und jetzt geht das los und ich verabschiede mich bis zum Endergebnis und dann schauen wir gemeinsam nochmal in Realzeit rein. Wir werden uns dann wieder hören. Bis gleich.
Und damit melde ich mich zurück. Werde mich aber wahrscheinlich in wenigen Minuten schon abmelden, weil erstens unter mir wird eine Party gefeiert, zweitens hier zieht gerade ein gewaltiges Gewitter auf und das wird gleich permanent ins Mikro ballern, deswegen hat das jetzt nicht mehr allzu viel Sinn, weiter aufzunehmen. Ich möchte euch trotzdem nochmal kurz ein bisschen so einen cinematischen Überblick über das verschaffen, was ich hier kreiert habe. Und ich bin am Ende gar nicht so unzufrieden damit. Ein paar Details müssen noch gemacht werden, unter anderem auch da vorne in diesem Zickzack-Bereich der Q-Line. Da wird noch was passieren. Das hier ist erstmal unser Ausgangsbereich. Ne? Hier geht es in beide Richtungen runter. Eigentlich hatte ich ursprünglich ja einen anderen Gedanken. Und zwar wollte ich eigentlich noch so einen Souvenirshop mit hinbauen, wo man quasi gezwungen ist, durchzugehen. Aber habe ich mir jetzt erstmal gespart, zumal wir hier Shoppingmöglichkeiten en masse haben. Ja, an der Q-Line an sich hier ist jetzt natürlich noch nichts so wirklich passiert. Hier müssen wir uns auch nochmal drum kümmern, da müssen wir was machen, ein bisschen ausbessern. Und wie gesagt, hier hätte ich gerne noch ein Gebäude drüber, über diesen Zickzackkurs. Und hier müssten wir auch noch was machen, zumindest mal in Sachen Bepflanzung muss noch viel passieren. Da wird ja auch noch was passieren, das machen wir aber dann wohl in der nächsten Folge. Dann geht es hier die Treppen hoch. Da wäre es vielleicht sinnvoll, hier auch nochmal so das ein oder andere Theming-Element hinzustellen. Jetzt muss ich mal gucken, haut das von Proportionen so ein bisschen hin. Also unsere Leuchter müssten noch ein bisschen nach oben, wenn ich das hier richtig sehe. Die schweben nämlich. Das können wir ja direkt mal angehen. Nehmen wir uns mal den. Bisschen nach oben und dann nehmen wir uns mal den. Bisschen nach oben. Ja, ist ja okay. Und dann nehmen wir uns mal den und packen den noch ein bisschen nach oben und dann haut das nämlich hin. So, dann muss ja natürlich innen an den Wänden auch noch ein bisschen was passieren. Und hier ist offen. Da müssen wir noch was machen zum Abdichten. Aber ansonsten wären wir dann jetzt soweit. Das Einzige, was ich noch ändern muss, ich werde wahrscheinlich auch, also ich überlege mir mal, ob ich hier vielleicht auch noch eine Überdachung über den Blockbereich mache. Bei Holzachterbahnen ist das ja ab und zu mal anzutreffen, sowas. Und das hier ist halt so eine Sache, die gefällt mir nicht hundertprozentig. Da ist aber nicht viel zu machen, leider. Das ist halt beim Bausystem von Stationen leider so. Mal gucken, ob mir da noch was einfällt. Ansonsten, ja, würde ich sagen, wir stellen die Kiste hier jetzt mal um auf Zweizugbetrieb und werden uns dann zum Abschluss dieser Folge nochmal in einen Zug reinsetzen. Dementsprechend im Moment Trigger nicht, aber erstmal hier mal auf voll besetzt machen, dass wir schon mal hier so ein bisschen Blockbremsen setzen mal ein, zwei Züge. Mindestwartezeit kann eigentlich ruhig 90 Sekunden sein. Maximale Wartezeit von mir aus 120, das müsste so halbwegs hinkommen. Mindestes Abfahrtsintervall 0, Station nicht blockieren. Ja, können wir schon anmachen. Und dann wäre es soweit, dass wir uns nochmal auf den Lift begeben. Ich mich mit diesem POV aus dieser etwas kürzeren Folge verabschiede und wir uns dann in der nächsten hoffentlich wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch ein paar schöne Tage, habt eine gute Zeit. Ich bin Danny, ich bin jetzt raus hier. Bis dahin, haut rein.